Morgen, du Liebe. Ich grüße dich heute zu unserem dritten Tag in unserer 10-Tage-Challenge kraftvoll, sinnlich, weiblich. Heute komme ich mit der Einladung, darüber mal nachzudenken, was für dich bedeutet, ungeschminkt Frau zu sein. Vielleicht kannst du es sehen, heute bin ich ungeschminkt, heute bin ich ganz naturpur. In meinem Äußeren und auch in meinem Inneren. Heute fühle ich mich zum Beispiel ganz empfindsam, ganz verletzlich. Mir geht es heute nicht so gut, ich habe auch Kopfschmerzen und ich habe lange überlegt, ob ich dir das heute ein Video drehe, ob ich dir das alles erzähle. Und dann habe ich so gedacht, aber auch das gehört zu unserer Weiblichkeit. Also nicht nur immer die starke, kraftvolle zu sein, sondern auch mal empfindsam, verletzlich. Und einfach dieses Gefühl zu haben, ich möchte mich einfach pur zeigen, wie ich bin und möchte mich nicht mehr verstellen. Und da sind wir so bei diesen Charakterzügen, die wir uns alle wünschen. Wir möchten von anderen so gesehen werden, wie wir sind. Und das eben halt auch ungeschminkt. Ich weiß nicht, wie es dir in deinem Alltag so geht. Also ich bin ganz, ganz oft ungeschminkt unterwegs. Gehe ungeschminkt auf meine Arbeit, gehe ungeschminkt in mein Business rein, gebe als Coachings auch ungeschminkt. Und für mich ist so Schminken, wenn ich zum Beispiel, wenn mein Mann mal weggehen, ich eingeladen bin oder wir etwas Besonderes zu feiern haben, dann ist das für mich etwas Besonderes und dann schminke ich mich auch. Und als solches sehe ich das, so wie eben diese alten Naturvölker sich zu bestimmte Rituale besonders geschminkt haben, ist es für mich so diesen feierlichen Akt da über mein mich schön machen, nochmal so eine besondere Aufmerksamkeit darauf, mich damit innerlich zu verbinden. Ich lade dich nun heute ein, mal darüber nachzudenken, was für dich bedeutet, ungeschminkt Frau zu sein. Erzähl uns doch, wie du in deinem Alltag damit umgehst. Mir fällt jetzt auch gerade ganz spontan eine Geschichte ein, die habe ich 1985 während meiner Lehrzeit erlebt. Ich bin ja gelernte Kellnerin und eines Tages hat unsere Frau, die einen Einlass gemacht hat, verschlafen gehabt und dann wurde ein Lehrling zu ihr geschickt, um sie abzuholen und er hat dann bei ihr an der Tür geklingelt und sie hat es verschlafen und dann macht sie ungeschminkt die Tür auf und ich kann mich noch erinnern, dass es war ein junger Mann, der kam dann zurück mit ihr, nachdem sie erstmal ein bisschen Zeit brauchte, sich zurechtzumachen. Und er war ganz aus dem Häuschen, er konnte es gar nicht verstehen, dass da auf einmal so ungeschminkt eine komplett andere Frau vor ihm stand. Ja, also das ist mir so hängen geblieben in all den vielen Jahren. Und das möchte ich einfach mal so als Input mitgeben zum Nachdenken. Was bedeutet denn das für uns? Wie leben wir das? Ja, ich würde mich freuen, wenn du deine Gedanken mit uns teilst in unserer Facebook-Gruppe. Und wenn dir gefällt, was ich hier gemacht habe, dann kannst du auch gern dieses Video mit anderen teilen. Und wenn du einen Beitrag in unserer Facebook-Gruppe hinterlässt, dann vergiss bitte nicht den Hashtag für unseren dritten Tag davor zu setzen, sodass ich das dann also auch besser zuordnen kann, wo es hingehört. Ich bin jetzt echt gespannt auf eure Kommentare, wie ihr das Ganze so seht und freue mich total auf euch und bis morgen dann.